Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Folge Clubsounds TV. Was haben wir heute für euch? Wir haben News über ein Fake-EDM-Kunstprojekt. Irgendwie so kann man das andeuten, moderieren. Ja, über Gewalt in den Clubs, die wird immer mehr und sollte man mal drüber sprechen. Wir haben Neuvorstellungen, ein neues Brett der Woche, ein schönes Classic of the Week und vieles, 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 vieles mehr. Für alle, die nicht warten können, die Links, ja, nochmal zur Info, einfach draufklicken. Ansonsten anschnallen, zurücklehnen und viel Spaß mit einer neuen Folge Clubsounds TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da freue ich mich doch einfach. So, was hast du letztes Mal? Ich bleibe einfach stehen. Also, viel Spaß mit einer neuen Folge Clubsounds. See her from the other side. Serve you up. In letzter Zeit ist es wieder vermehrt zu Angriffen in Diskotheken gekommen. Also, dass am Wochenende in der Disco mal was passiert, das kennen wir ja alle mittlerweile. Der Betrunkene hat wieder zu viel getrunken und dann gibt es da mal wieder den altbewährten Streit und da kommt der Türsteher und das ist ja nichts Neues. Was aber neu ist und immer schlimmer wird, ist die Brutalität, also die Härte der jeweiligen Delikte. Egal ob Massenschlägerei in Frankfurt, Buttersäureangriff in Wolfsburg oder eine Schießerei in Köln. Es wird immer härter und immer heftiger. So hat im Club Esplanade in Wolfsburg ein Unbekannter mit Buttersäurekapseln dafür gesorgt, dass es nicht nur Schäden am Inventar gab, sondern auch laut Veranstalter über 100 Gäste verletzt wurden. Der Besitzer machte sich schon via Facebook Luft und würde für Hinweise auch eine Belohnung von 500 Euro zahlen. Eine Nummer noch heftiger ging es dann in der Halle Tor 2 in Köln am 7. November zu. Ein 29-Jähriger saß blutend auf seinem Fahrersitz, während innen drin die Partygäste ordentlich abzappelten. Aus eigener Kraft konnte er keine Hilfe rufen, deswegen drückte er so lange die Hupe, bis die Gäste ihn bemerkt haben und dann auch einen Krankenwagen riefen. Laut Polizei wurden am Auto mehrere Einschusslöcher festgestellt, die das Opfer lebensgefährlich verletzten. Dank einer Not-OP wurde er aber gerettet und die Polizei bittet nun um Mithilfe. Also Zeugen etc. pp. Köln, Polizei, einfach mal melden, falls ihr was gesehen habt. Wenn nicht, solltet ihr euch nicht melden. Nur wenn ihr was gesehen habt. Ist logisch, oder? So, und jetzt mal unter uns. Was soll das alles? Massenschlägerei, Erschießen, Säureangriff. Wo soll das Ganze noch hinführen? Also, will man irgendwann gar nicht mehr losgehen, weil man Angst haben muss, man geht auf die Straße, wird gleich niedergestochen, erschossen oder kriegt Säure ins Gesicht oder was auch immer. Wo soll das Ganze noch hinführen? Wie ist eure Meinung über das ganze Thema? Habt ihr sowas schon mal mitbekommen oder wurdet ihr selber schon mal Opfer von so einer Tat? Wenn ja, schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Die Veranstaltungsreihe Farbgefühl-Festival kennen bestimmt viele von euch. Ich meine, in welcher Stadt auch nicht wurde so ein Festival veranstaltet. Dieses Jahr könnte es aber das letzte Mal Farbe für den Veranstalter geregnet haben. Denn über 50 ehemalige Mitarbeiter erheben nun Anklage gegen den Veranstalter Dominik S. Die meist sehr jungen Schüler und Studenten wurden nämlich nicht vom Veranstalter für ihre Arbeit bezahlt, so die Anklage. Die WAZ fand heraus, dass die Veranstaltungsfirma von Dominik S. Soray Entertainment auch nur eine Scheinfirma sei und selbst Geschäftspartner wenden sich bereits von Dominik S. ab. Selbst zu Gerichtstermin ist Dominik S. nicht aufgetaucht und die Frage, die da im Raum noch bleibt, werden die Mitarbeiter nun entlohnt oder bleiben sie auf nichts sitzen? Denn für durchschnittlich 10 Stunden Arbeit wurde entweder gar kein Geld bezahlt oder mal so ein Handgeld. Also so von wegen hier ein Fuffi oder ein 30er oder ein 5er. Scheiße. Sobald es mehr über Dominik S. und das Farbgefühl-Festival zu berichten gibt, halten wir euch desbezüglich aber auf den Laufenden. Dass es eigentlich ziemlich leicht ist, heutzutage Superstar-DJ zu werden, wissen ja so einige von uns. Das Einzige, was man braucht, ist ein bisschen Geld und man muss es richtig investieren. So eine Art hat es uns jetzt auch die junge Schweizerin Nadja gezeigt. Sie schrieb nämlich für Thump eine Kolumne über ihre EDM-DJ-Karriere. Dort beschrieb sie, wie berechnend und durchsichtig eigentlich die Branche sei und dass es total einfach wäre, ein Megastar zu werden. Das sind ja alles Vollidioten da. Zusammen mit ihrem Kumpel Tobias planten sie ein Experiment. Würden sie es innerhalb weniger Zeit schaffen, aus ihr einen Superstar-DJ zu machen? Ja, so ungefähr.
Einfach mal tagsüber ein bisschen im Club auflegen üben. Der Kumpel besorgt dann schon mal auch die richtigen Bookings als Warm-Up-DJ für irgendwelche Big Names. Und auf einmal wurde sie selbst als Headliner für irgendeine Veranstaltung gebucht. Was jetzt noch fehlt? Genau, die erste eigene Single. Die wurde dann auch noch eben schnell eingekauft und tata. Auf einmal gingen die Gagen, die Bookings und alles andere wie von alleine. Wie von Zauberhand. Das ist kein Schwimmkurs hier. Lest euch die Kolumne einfach mal durch, den Link dazu findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr da draußen jetzt auf den Geschmack gekommen seid und sagt, Mensch, was die kann, kann ich auch. Ich investiere jetzt auch ein bisschen Geld und vielleicht meine Schwiegermutter als DJ-Superstar. Ich brauche nur noch eine Single. Auf ghostproduction.com findet ihr auch gleich den passenden Track dazu. Egal welches Genre, Trance, Dubstep, Elektro, Future House auch gerade sehr begehrt. Ihr findet alles. Einfach anhören, oh, ist nicht geil, kaufe ich PayPal, euer Track. Fertig ist die erste Single. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Marketing. Bisschen auflegen, bisschen Make-up und Getter, ich komme! Wenn du dann noch Torten werfen kannst, Alter, hallo? Mega! Ja gut, das Ganze sehen wir jetzt alles hier ein bisschen überspitzt und bitte nimmt das nicht ganz so ernst, was wir hier sagen. Das ist ein bisschen überdreht. Aber wie ist eure Meinung über das Ganze? Sagt ihr, es ist wirklich einfach geworden, Superstar-DJ zu werden. Deswegen sitze ich auch die ganze Zeit vor meinem Computer und mix für mich zu Hause, anstatt das vor der Disco zu tun. Oder sagt ihr, das ist nicht so einfach, da gehört viel mehr zu. Eure Meinung bezüglich Ghost Producing, DJ Fake und alles, was dazu gehört, mal knallhart unten in die Kommentare. Oder in unserer Facebook-Gruppe. Da kann man auch gerne mal sowas thematisieren. Wir hatten euch ja schon über den Rücktritt von Martin Garrix von seinem Label Spinnin' Records sowie dem Management Music Allstars berichtet. Und nun macht Garrix den nächsten Schritt. Er verklagt Spinnin' Boss Elko van Köthen. Warum? Tja, er soll ihn angeblich bei Vertragsunterzeichnung getäuscht haben. Garrix war da noch minderjährig, ja, und hat ihm wichtige Infos nicht gesagt. Somit war er am Arsch, auf gut Deutsch. Das hält ihm Garrix vor und er will weiterhin immer noch die Rechte seiner Songs haben. Nun geht das Ganze wohl, so wie es aussieht, vor Gericht. Der Anwalt von Martin Garrix hat sich dazu noch nicht geäußert und auch von Van Köthen fehlt noch jegliches Statement. Sobald es aber was zu berichten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Könnt ihr euch noch an den dreijährigen DJ Arch Jr. erinnern? Ihr wisst schon, der Lütte, der an seinem Pad da rumgewurschtelt hat beim südafrikanischen Supertalent. Ja, könnt ihr? Genau, der kam direkt in die Final Rounds. Leute, der hat das Ding sogar gewonnen! Ja! Sorry, wie kann ein Dreijähriger das Supertalent gewinnen? Ganz ehrlich, ihr müsst euch das Video mal angucken. Irgendwie sieht das so aus, als wüsste er gar nicht, was er da tut und guckt so voll hilflos in die Menge. Und die feiern einfach rum, während der so macht. Eigentlich ein Facepalm. Na gut, er hat 500.000 Zar bekommen. Das sind umgerechnet ca. 32.000 Euro. Ist mal ein nettes Taschengeld, würde ich sagen. Fadi freut sich, alles richtig gemacht. Und das Video findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung bzw. auf electronic-dance.net. Drei ist der, Alter. Drei. Och, schade. Ultimate DJ findet leider nicht statt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben darüber berichtet, über Simon Cowell's DJ X-Factor-Verschnitt. Also, er dachte sich, ey, wir machen Britain's Got Talent für DJs. Wird bestimmt richtig funktionieren, weil DJs sind ja voll am Start. Nein, funktioniert es nicht. Und Yahoo sieht das Ganze genauso und hat die Show, bevor sie überhaupt gestartet ist, einfach mal gecancelt. Laut Yahoo ist die Aussage, dass die neue Staffel von Community und Sin City Saints nicht so ganz richtig funktioniert und Kosten etc. auf Nummer Sicherheit gehen. Ist doch, glaube ich, besser so, weil im Netz kam das auch schon so nicht gut an. Und ich glaube,
genauso schlecht wie Tiesto 7-Up Fashion. Hört auf mit so einem Scheiß. Lass das einfach mal. Falls es doch noch mal zu einem Revival von Ultimate DJ kommen sollte, halten wir euch auf dem Laufenden. Bitte nicht. Also Aldi geht momentan richtig ab. Nachdem die ja schon mit ihrem Streamingdienst zusammen mit Napster gestartet sind, ich weiß nicht, ob die einen neuen Marketingchef haben oder eine neue Zielgruppe, keine Ahnung, was bei denen geht. Ist es jetzt auch so weit, dass sie für einen Tag Vinyls in ihren Märkten verkaufen? Ja, richtig gehört, Schallplatten. Und zwar können die Kunden auswählen zwischen Klassikern wie Rolling Stones, die Beatles oder auch modernen Kram wie zum Beispiel Katy Perry. Und dazu gibt es auch, war klar, dass es dazu gibt, von der Eigenmarke noch einen Plattenspieler mit eingebautem Kassettendeck und USB-Anschluss. Da kann man sich nämlich gleich die gekaufte Vinyl wieder auf den Computer rippen und ab aufs iPhone. Macht Sinn. Scheiße. Das Ding ist, in Deutschland gibt es das nämlich nicht. Das gibt es nur für die australischen Aldi-Kunden. Aber wäre das auch was für den deutschen Markt? Also hättet ihr Bock, bei Aldi zu stehen und sagen, bringst du mir nochmal Cornflakes mit und was willst du, Beatles oder Katy Perry? Eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare. So, und jetzt haben wir noch was für alle Musical-Fans unter euch. David Hasselhoff, ja, Mr. Michael Mauerfall, fucking Knight, ist wieder zurück und zwar in einem Musical. Genau, richtig gehört. Last Night the DJ Saved My Life heißt das Ding. Und was spielt David Hasselhoff? Er spielt den unbrauchbaren Ibiza-DJ Ross. Ganz genau, denn er wird nicht mehr gebraucht, genauso wie sein Disco-Sound, denn die Insel hat sich ja weiterentwickelt. Nicht so wie Ross, der spielt immer noch seinen Disco-Sound. Das sorgt für Probleme und dann kommt noch dazu, dass seine Tochter auf die Insel kommt, die natürlich total auf Ibiza abfeiert, findet sie richtig geil und verliebt sich auch. Das gefällt Ross natürlich nicht. Super witzig gemacht, der Trailer, den müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Und ey, ich meine David Hasselhoff, ne? Selbst eine Baywatch-Szene ist drin. Was will man mehr? Na gut, wenn jetzt noch Kid durchs Bild... Mega. Müsst ihr euch einfach mal geben. Video findet ihr auch nochmal auf electronic-dance.net oder unten in der Videobeschreibung. Nach People of the Wild kommt nun der nächste Single-Release aus dem kommenden Album Wild Youth von Size Records-Member sowie ex-Swedish House Mafia-Mitglied Steve Angelo. Zusammen mit The Presets stammt die Nummer Remember und die ist ganz geil geworden. Also müssen wir wirklich sagen. Erinnert ein bisschen mehr an Filmmusik und die Vocals passen ideal da rein mit dem Break. Das kommt alles ziemlich fett. Ist gar nicht so wie eine poppige Nummer. Also ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall cool und ist auch das, was Steve möchte. Er möchte ja gerne individuell sein und sein Album ein bisschen dafür nutzen, um Experimente zu machen. Das war seine Aussage. Ist gelungen, ist auch ziemlich cool geworden. Und hier gibt es für euch schon mal eine kleine, aber feine Preview von Remember, der neuen Single von Steve Angelo. Keep running up a hill, fight back, don't stop. Oh, don't throw your hands in the air. I'd rather cherish all everything that I own than dream about something that I never had. Swanky Tunes, das russische Produzentenduo, ist wieder zurück. Diesmal aber nicht mit einer EDM-Nummer, nein, mit etwas hausigeren Tunes. Es mag wohl daran liegen, dass sie sich mit Going Deeper diesmal zusammengetan haben. Und da ist der Name wirklich Programm. Denn die neue Single Far From Home ist, ja, hausig. Piano-Hookline, groovy Beats und überhaupt nicht das, was man von Swanky Tunes erwartet hätte. Ist aber auch nicht schlimm, die Nummer ist nicht so innovativ, wo man sagt so, Alter, noch nie gehört. Ist aber trotzdem gut gemacht und kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und hier für euch gibt's schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu und was ist da naheliegend als Best of 2015? Genau, denn das Jahr hat viele Schmacker gehabt, egal ob im Deep House, im Festival Sound, im EDM, völlig Lattenhagen. Es gab richtig viele gute Tracks und die findet ihr jetzt auf 3 CDs auf der neuen Club Sounds Best of 2015. 65 Titel sind mit da drauf und wenn ich nur anfangen würde von der Liste zu erzählen, würde das den Rahmen der Sendung extrem sprengen. Deswegen einfach kaufen auf Nummer sicher, auch ein geiles Weihnachtsgeschenk, die neue Best of 2015 Club Sounds. Und für alle, die sich jetzt sagen, ja, ich finde die ziemlich geil, bin aber immer noch nicht so hundertprozentig geflasht, zeig mir doch mal ein bisschen was. Dann gibt's jetzt für euch schon mal einen musikalischen Vorgeschmack. Ach ja, und by the way, wir wählen immer noch Best of 2015 in unserer Facebook-Gruppe. Ihr wisst den Trailer, ihr kennt das, ja, immer fleißig mitwählen. Best of 2015, anhören, jetzt, kaufen. Kaufen. Lange war es ruhig um Martin Garrix, besser gesagt musikalisch war es lange ruhig und da wird es doch mal wieder Zeit für eine neue Single. So auch jetzt geschehen. Poison heißt diese und jetzt kommt der Renner. Sie ist for free. Yay! Ihr könnt sie also kostenlos auf seiner Homepage herunterladen. Link dazu findet ihr auch nochmal unten in unserer Videobeschreibung. Garrix hat sie selber schon in seinen Sets öfters gedroppt. Also somit ist sie vielleicht für einige von euch bekannter draußen. Und nach seiner Kündigung bei Spinnin' Records und deren Management, wir haben ja darüber berichtet, wird es auch mal wieder Zeit, dass was Positives um die Ecke kommt. So, ne, man muss ja mit was glänzen, so Produktion zum Beispiel. Lange war eine andere Single in petto, sodass man gesagt hat, vielleicht released er die. Nein, es ist Poison geworden. Und ja, ob das jetzt Meilenstein ist, will ich jetzt mal bezweifeln. Aber es kommt wieder was raus und man macht ja wieder von sich zu sprechen. Vor allem ist es kostenlos und Link, wie gesagt, findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt schon mal ein Vorgeschmack auf die neue Martin Garrix Single. Viel Spaß. We'll be right back.
ja, mit dem lieben Tiësto gibt es wohl kein Ende. Wie wir schon in der letzten Sendung oder in der Sendung davor berichtet haben, als er die Kooperation mit Don Diablo hatte, ihr wisst ja, Chemicals, ne, richtig geile Nummer, klang aber mehr nach Don Diablo, sucht sich Tiësto ja immer wieder mal gern Leute zum Kooperieren aus, so zusammenarbeiten, ne? Keine Ahnung warum, vielleicht weil er nicht selber produzieren kann. Ich weiß es nicht, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall hat er sich jetzt Oliver Helden ins Boot gezogen. Ja, wurde auch langsam mal Zeit, nachdem Gecko ja auf Musical Freedom so erfolgreich war und Heldens eh durch die Decke gegangen ist, musste er sich ihn nochmal für eine Kooperation schnappen. Mal herausgekommen ist Wombass und was soll man sagen, die Nummer ist so richtig scheiße. Tut mir leid, dass ich das sage. Sie ist einfach grottenschlecht. Sie ist mit das Schlechteste, was ich je von Oliver Heldens bzw. von Tiësto gehört habe. Dass sie ihren Namen darauf geschrieben haben, wundert mich überhaupt. Ich wette sogar, die haben die auf ghostproducer.com gekauft für $499. So klingt diese Nummer. Einfach nur bestialisch schlecht. Bunny Dance, Alter, war schon richtig schlecht. Aber Wombase, was zur Hölle? Was soll das bitte? Das ist nicht nur schlecht, das ist Verarschung an Kunden. Du siehst auf dem Cover Tiësto, Oliver Heldens, Alter, das ist ein Knaller. Kauf ich blind und dann machst du das Ding an und bereust es, dass du Geld ausgegeben hast. Sorry, unsere Meinung. Wenn ihr da draußen sagt, ne, ich finde die richtig geil, dann hast du keine Ahnung von Musik. Dann schreib das bitte unten in die Kommentare mit einem Foto, wie du dazu upgradest. Ich will das sehen. Hier für alle Leute aber schon mal ein Vorgeschmack auf die neue Tiësto-Single mit Oliver Heldens. Wombass. Gott ist die Scheiße. Viel Spaß. Unser Brett der Woche kommt dieses Mal von Jay Hardways und besser gesagt mit seiner neuen Single Electric Elephants. Diese ist richtig, richtig cool. Intelligente Melodien, Chords und alles richtig geil produziert. Ist eigentlich eine richtig fette Nummer. Beatport hat ihm recht gegeben, gleich von 0 auf 1 hoch in die Charts geschossen. Und was richtig geil ist an der Nummer, ist das Video. So ein Elefant-Kostüm mit blauen Electric-Augen, wie er da durch, ich glaube, China oder Japan irgendwo, wo er da so rumbatschelt. Könnt ihr euch gleich mal sagen. Asien, auf jeden Fall im asiatischen Bereich. Richtig witzig gemacht und kommt auch super gut zum Thema. Passt also nicht so wie in den 90er-Jahre-Zeiten. Was machen wir für ein Video? Irgendwas mit Rennen. Verfolgen und so Agenten und so. Passt immer. Nein, da wurde sich Gedanken gemacht. Video ist richtig schön geworden und die Nummer ist auch richtig geil produziert und deswegen auch unser Brett der Woche. Hier ist also Jay Hardway mit Electric Elephants. Viel Spaß. Gerade eben noch von schlechten Videos gesprochen, kommen wir auch schon wieder zum Classic of the Week. Und das kommt dieses Mal von Mauro Picotto. Der hatte nämlich 2000 den Überhit Komodo. Und das Ding lief wohl wirklich in jedem Club und sogar auch im Fernsehen. Yay, yeah, es lief im Fernsehen. Ja, was war überhaupt keine Überraschung. Auch in Media Control Charts hat das Ding richtig gelandet. 6 in Deutschland und 13 in UK wurde damit erreicht. Und die Melodie kennt ja wohl wirklich jeder. Bim, 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 bim. Ja, ihr wisst, glaube ich, alle, was damit gemeint ist. Mauro Picotto ist bis heute immer noch erfolgreich unterwegs, hat sich mehr dem progressiven Techno-Sound zugewidmet, das war ja eh immer so sein Steckenpferd, aber Komodo ist und bleibt einer der Hits im Jahre 2000 und auch danach und war einfach ein riesengroßer Knaller. Und kommen wir nochmal zu den Videos, das war typisch für den damaligen Sound und für damalige Szene. Agentenvideo, irgendwas mit Laufen oder so, Agenten hin und her und ein bisschen Special, so macht das mal mit rein. Funktioniert, interessiert eh keine Sau. Vielleicht in 15 Jahren. Genau, jetzt interessiert es uns nämlich. Und es ist eine Anekdote, glaube ich, an den Film Species. Ich weiß nicht, ob ihr ihn da draußen noch kennt. Die ihn kennen, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich recht habe. Hier also für euch unser Classic of the Week. Hier ist Mauro Picotto mit Komodo. Viel Spaß.
Tschüss, Sikorski. Heißt es auch mal wieder an dieser Stelle. Klasse und TV ist leider wieder vorbei. Ich weiß, Leute. Immer so eine Woche warten ist echt hart, ne? Kann ich verstehen, aber ich bin ja nächste Woche wieder da. Dann auch wieder mit neuen News und allem, was dazugehört. Ne? Nicht vergessen, unser Voting Best of 2015 ab in unsere Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr immer noch weiterhin voten und ein Special Package gewinnen mit allen möglichen CDs drin. Ich bin schon ganz auf der Wuschel. Ich höre einfach auf zu reden jetzt. Wir gehen jetzt ein Dürüm essen, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, Wochenstart, Wochenende, wann auch immer ihr die Sendung schaut. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Klapsons TV. In diesem Sinne, tschüss, tschüss. Die letzte Woche auch. Haut rein, tschüss.